Das Tor der Illusion. Als Lombus und Merenor aus ihrem Versteck erblickten, dass das Tor offen war, schlossen sie zu Seki auf. Unter dessen unsichtbarer Führung passierten sie das Tor und erreichten so den Innenhof, dessen Garten auf traditionelle, bäuerliche Weise in vier gleichmäßige Areale geviertelt war und in dessen Zentrum sich ein sprudelnder, übertriebener Brunnen erhob. Da ein Großteil des Gartens nur Gras oder Blumen war, bot er kaum eine Versteckmöglichkeit. Lediglich die zapfenförmigen, etwa 2 Meter hohen und 1 Meter breiten Buchsbäume, welche alle vier Wege zum Brunnen säumten, boten einen geeigneten Sichtschutz. Das Problem darin bestand jedoch, dass sie in Abständen von etwa 10 Metern angepflanzt worden waren, sodass zwischen ihnen große Lücken waren, in denen man offen gesehen werden konnte. »Könnt ihr uns alle unsichtbar machen?«, fragte Seki Merenor. »Bedauere, auch wenn du es vielleicht nicht merkst, aber es ist schon ziemlich schwer für dich alleine, diesen Zauber zu halten. Warum fragst du?« »Der Garten bietet keine gute Versteckmöglichkeiten. Wenn aus irgendeinem Tor eine Wächter kommt, dann wird er uns sofort sehen.« »Nun, dich nicht«, wandte Lombus ein. »Ja, stimmt schon, aber ihr müsst auch mit. Alleine schaffe ich das nicht. Wartet, ich habe eine Idee. Komm noch einmal mit nach draußen.« Seki drehte sich abrupt um und lief zurück durch das Tor zu den Wachen im Gebüsch. Lombus und Merenor folgten und sahen, dass Seki dabei war, die Wache zu entkleiden. »Ihr zieht einfach die Rüstung an und nehmt die Lanze. Dann werden alle denken, ihr werdet auch ein paar Wachen. So was nennen wir Shadow indirekte Unsichtbarkeit.« »Du willst doch nicht tatsächlich, dass wir diese stinkenden Rosteimer anziehen. Da drin ist bestimmt der Schweiß von Generationen. Das kannst du doch nicht ernsthaft erwarten.« Lombus merkte nur noch, wie eine unsichtbare Hand ihn die schweren Rüstungsteile in die Arme drückte. »Doch, ich war jetzt über eine Woche Illusionist. Da könnt ihr auch mal eine Stunde Shadow sein.« »Du meinst wohl Wache, oder?« »Ein Shadow ist alles, außer er selbst. Also auch Wache. Nun beeilt euch bitte.« Merenor nickte Lombus zu und beide zogen sich die schweren Rüstungsteile an. Auf den ersten Blick wirkten sie nun tatsächlich wie Wachen, doch auf den zweiten sah man, dass sie noch nie schwere Rüstung getragen hatten, der sonst edler und fast schon müßiger Gang nun die Anmut eines Tapirs annahm, gepaart mit der Grazie eines Krokodils. So sah es zumindest aus, wenn man die beiden beobachtete. Für einen externen Betrachter musste die Situation überaus skurril und lustig anmuten, wenn einer von ihnen mit aller Kraft das Bein hob, es mühselig nach vorne setzte, weil der ganze Körper sich zum anderen Bein verlagerte, um die Balance zu halten, um schließlich das erhobene Bein mit einem dumpfen Scheppern sehr unsanft abzusetzen. Wie können die nur solche unpraktischen Sachen tragen? Das macht einen ja ganz mammozentrisch, ächzte Merenor, als er mit Lombus Seki zurück auf den Hof folgte. Ich gehe vor, ihr folgt mir einfach und wenn jemand kommt, so werdet ihr nicht auffallen. So folgten die beiden Seki, der sich geschwind zum Brunnen im Zentrum bewegte und die Umgebung erspähte. Er konnte keine Wachen erblicken. Da die beiden Illusionisten nur langsam vorankamen, hatte er genug Zeit, sich umzusehen und konnte so sicher gehen, dass die Gruppe für sich war. Als Merenor und Lombus den Brunnen fast erreicht hatten, bewegte sich Seki geschwind zur Tür im Westen, welche den Eingang zu den Kellerräumen darstellte. Er war nicht besonders erstaunt darüber, dass die Tür nicht verschlossen war und sich mit einem einfachen Drücken der Klinke öffnen ließ. Wozu hätte man sie auch verschließen sollen? Immerhin befand sich im Inneren der Anlage, in der sich sowieso nur Befugte aufhalten durften, die keine Gefahr darstellten. Die Tür öffnete sich mit einem leisen Quietschen. Seki lauschte. Er konnte zwei Stimmen hören, die sich versuchten, gegenseitig zu übertrumpfen. Doch es war kein Streit. Es klang vielmehr so wie ein typischer Kartenspielabend. Als Seki sich umdrehte, waren die beiden Illusionisten gerade hinter ihm zum Stillstand gekommen. »Unten sind, wie erwartet, zwei Wachen. Vermutlich spielen sie gerade Karten, den Gebrüll nach.« »Was denn das denn? Willst du mich willst du mich reinlegen?« brüllte eine Wächterstimme nach oben. »Und offensichtlich bei ganz besonderer Laune. Sie haben wohl eine ganze Menge Intus«, kommentierte Lombus. »Umso besser. Seki, du gehst vor«, sprach Merenor. Seki lief die gewundene Treppe hinab und kam so in das Kellerverlies. Die Treppe endete ungünstigerweise genau neben den Wachhäuschen, in denen tatsächlich zwei Wächter Karten spielten. Seki schlich an den Gittern des Häuschens vorbei, den Verliestrakt entgegen. Im Hintergrund hörte er das betrunkene Geschrei der Wachen, welches an den kargen, grauen Steinwänden widerhallte. Der Verliestrakt war durch eine Gittertür abgetrennt und ein Blick durch deren Gitter hindurch ließ Seki die Erinnerung seines Aufenthalts wach werden. Er fand es seltsam, dass er nun keine Gefangenen erblicken konnte. Er grübelte einen Moment und fand dann eine logische Erklärung.
Es gab keine Shadow mehr in der Stadt. Sie alle sitzen mit dem Sensei in Erastu fest. Sie können also keine Verbrechen begehen. Wie heißt es doch so schön? Wo kein Richter, da kein Henker. Er nahm den speziellen Schlüssel hervor und knackte mit diesem das Schloss. Behutsam drückte er gegen die Gittertür, welche sich mit einem lauten Raunen widerstrebend öffnete und die Aufmerksamkeit der Wachen erregte. »Hey, wessen Doll ist?« ertönte es. Seki drehte sich um und sah, wie die beiden Wachen das Wachhäuschen verließen und direkt auf die Gittertür zuliefen, wobei es eher zu Schlenkern heißen müsste. Eigentlich kam es Seki so vor, als würden sie auf ihn zulaufen, doch erinnerte sich, dass er unsichtbar war. Das Problem war, dass die Gittertür sich in einem nur etwa einen Meter breiten Gang befand und die Wächter waren bereits in diesen. So konnten sie Seki zwar nicht sehen, aber wenn sie weiterliefen, würden sie ihn spüren. Sicher, sie würden ihn nicht mit einer Person in Verbindung bringen, eher mit einem Geist oder etwas derartigen. Aber das Erste, was ein Mensch wohl machen würde, wenn er mitten im Raum auf ein Hindernis trifft, das er nicht sieht, ist dieses zu untersuchen, sich zu wundern und es behutsam zu treten. Wenn er dann merkt, dass es nachgibt, würde er versuchen, es irgendwie zu fangen oder zu zerstören. Was auch immer ein Mensch in einer solchen Situation tun würde, Seki wollte es nicht herausfinden. Er ging den Gang nach hinten und erreichte eine weitere Gittertür, hinter der sich die Treppe nach oben zur Reservatenkammer befand. Die Wachen hatten mittlerweile die andere Gittertür erreicht und versuchten herauszufinden, was passiert ist, indem sie diese hin und her bewegten. Keine Ahnung, geht doch nicht so alleine auf, sprach die eine Wache und betrachtete die Gittertür. Die andere verlor das Interesse und schlenderte durch den Gang, wobei sie in die Zellen blickte, so als würden sie nach einem Täter suchen. Der Abstand zu Seki wurde immer geringer. Er presste sich behutsam an die Wand. Nur noch ein paar Schritte, dann würde die Wache ihn berühren. Nur noch zwei. Seki zog langsam seine Dolche. Nur noch einer. Und gerade als die Wache zum letzten Schritt und zeitgleich Seki zu einer heftigen Attacke ansetzen wollte, lenkte ein tiefes Brummen die Aufmerksamkeit auf sich. Was macht ihr denn hier? Die Stimme stammte von Lombus, der auf der letzten Stufe der Treppe direkt neben dem Wachhäuschen stand. Hinter ihm befand sich Merenor. Die Wachen hatten nun ihre Aufmerksamkeit ganz den zwei neuen Gestalten gewidmet. Und jene, die kurz vor Seki stand, sprach: Ja, wir gucken nur ein bisschen. Da war so ein Dings, neuer Geräusch eben. Ha, ha, kommentierte die andere Wache. Lombo schritt in das Wachhäuschen, holte eine leere Flasche hervor und roch an dieser, ehe sie auf den Boden schmiss, sodass sie in einen lauten Klirren zerplatzte. Saufbolde, wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr während des Dienstes nicht trinken dürft? Macht euch hier raus in eure Quartiere und schlaft euren Rausch aus. Oh, aber wir... Los, los, zackig! Die beiden torkelten beschämt ab und nahmen die Treppe hinauf. Seki löste sich von der Wand und lief zu Lombus. Das war großartig. Ihr könnt gut schauspielen. Oh, dazu gehört nicht viel. Weißt du, früher gab es eine alte Version des Mampftopfs. Unglücklicherweise produzierte er alles, was man sich an Nahrung oder Getränken wünschte. Deswegen habe ich oft die jungen Schüler im Delirium angetroffen. Daher weiß ich, wie man mit solchen Saufbolden reden muss. Oh, der alte Mampftopf. Ein tolles Gerät. Der Whisky war unübertrefflich. Ja, wahrscheinlich. Kommentierte Lombus etwas verwirrt. Er dachte nicht, dass der Erzkranz sich damals auch gern mal ein Schlückchen gegönnt hatte. Seki lief den Verliesgang entlang und erreichte abermals die Gittertür, welche zu der Reservatenkammer führte. Sie ließ sich ebenso einfach öffnen wie die andere und auch das Raunen schien identisch zu sein. Seki drehte seinen Körper seitlich zur Wand, wobei er eine lange Schrittstellung einnahm. Der Arm, der Wand zugewandt war, bewegte sich nach unten, sodass die Handfläche neben seinem Fuß nahe an der Wand aufsetzte. Der andere Arm bewegte sich vor die Schulter des Armes, der Wand zugewandt war, und die Handfläche legte sich flach auf das Gemäuer. In dieser Position, welche die Shadow Shepu nannten, konnte sich Seki fast bis zum Boden bücken und seinen Kopf ein kleines Stück um die Ecke schieben, um einen Blick zu erhaschen. Seki konnte nun die Reservatenkammer erspähen. Vor ihr stand eine Wache, welche den Gesichtsausdruck nach keine rechte Freude an ihrer Arbeit fand. Wenn Seki knapp über ihren Kopf blickte, konnte er bereits den Stab des Phönix sehen, welcher immer noch unbeachtet inmitten der vielen fragwürdigen Beweise lag. Es war gut, dass Seki unsichtbar war, denn die Position der Wache war weise gewählt. Sobald man den schmalen Treppengang betrat, fand man sich praktisch automatisch im Blickfeld. Mit leisen Schritten bewegte sich Seki die Treppe hinauf und bezog links neben der Wache Position. Mit einem schnellen, festen Griff umklammerte er den Hals der Wache und drückte die Luftröhre zu, während er die andere Hand auf den Mund der Wache presste, damit diese keinen Schrei ausstoßen konnte.
Nach einigen Sekunden verlor die Wache das Bewusstsein und Ziggy setzte sie langsam in die Ecke. Die Luft ist rein, ihr könnt kommen, rief er Lombus und Merino zu, welche daraufhin mit schweren Schritten um die Ecke getapst kamen. Hat er sehr gelitten? Fragte Lombus, als dieser die Wachen sah. Er ist nur bewusstlos, antwortete Ziggy, fast schon etwas beschämt. Seltsam, dachte er. Alle Menschen halten mich für einen kaltblütigen Mörder, nur weil ich ein Shadow bin. Und nun, wo ich die Gelegenheit zum Töten habe, tue ich es nicht. Warum auch? Diese Wachen haben mir nichts getan. Sie sind einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das rechtfertigt doch keinen Mord. Er schüttelte unbewusst seinen Kopf, um diese Gedanken zu verdrängen. Es gab jetzt Wichtigeres zu tun. Er stellte sich vor das Schloss und holte den speziellen Schlüssel aus der Tasche, mit dem er es auch nach einigen Sekunden geöffnet hatte. Gerade als Ziggy durch das Gittertor gehen wollte, drängte sich Lombus an ihm vorbei. Er stellte sich in die Reservatenkammer und schien den Stab zu suchen, doch offenbar fand er ihn nicht. Merinor stand immer noch hinter Ziggy am oberen Ende der Treppe und beobachtete Lombus treiben. Scheinbar fand er Gefallen daran, wie sich Lombus leicht irritiert in der Kammer bewegte, wobei er seinen Kopf hektisch hin und her bewegte, um über die verschiedenen Gegenstände zu blicken. Ziggy schaute auch eine Weile zu. Dann betrat er ebenfalls den Raum und nahm zielsicher eine der Kisten, von denen sich viele hier in der Kammer befanden, und stellte sie rechts an die Wand. Auf diese stellte er eine weitere und kletterte dann auf die beiden hinauf, um an den Stab des Phönix zu kommen, der sich weit oben befand. Lombus hatte dies bemerkt und drehte sich zu Ziggy um und sprach: Ach so, stimmt ja, er war dort oben. Ich erinnere mich wieder. Du wolltest ihn holen, aber der Grümpelturm war eingestürzt. Ziggy wollte diesen Satz nicht kommentieren. Er fand es überflüssig, denn er selbst wusste ja, was passiert war. Aber er hatte aus seinen Fehlern gelernt. Immerhin war es eine sehr schockierende Erfahrung. Vorsichtig griff er nach der Spitze des Stabes, welche eigentlich eine wunderschöne Figur eines majestätischen Phönix war, und zog unter leichtem Rütteln daran. Zentimeter für Zentimeter zog er so den Stab langsam heraus, wobei ab und an einige andere Gegenstände zu Boden fielen. Als er den Stab in der Hand hielt, rief Merinor: Großartig! Das war doch ein perfekter Coup! Ja, sagte Ziggy und trat von den Kisten herunter und verließ mit Lombus die Reservatenkammer und trat zu dem Erzkanzler. Gemeinsam verließen sie das Verlies und kamen auf den Hof, der immer noch in den kühlen, blauen Licht des blauen Mondes gehüllt war und in diesen ehrfürchtig glänzte. Können wir diese verfluchten Rüstungen ausziehen? Das ist ja gar nicht gesund für meinen alten Armrücken, merkte Merinor an. Eigentlich war es keine Frage, sondern eine Vorankündigung, denn in demselben Moment befreit er sich von der schweren Last. Seinem Beispiel folgend legte auch Lombus die Rüstung ab. Ziggy hatte dagegen nichts einzuwenden. Immerhin konnte jetzt nichts mehr schiefgehen. Als sich die beiden Illusionisten von der Last befreit hatten, folgten sie Ziggy über den Hof und erreichten das Eingangstor. Als sie dieses durchschritten hatten, sprach der Erzkanzler: Ziggy, ich werde jetzt die Unsichtbarkeit wieder rückgängig machen. Merinor nickte lediglich und schon konnte man sehen, wie Ziggy langsam wieder transparent und schließlich wieder sichtbar wurde. Er gab Merinor den Stab und fragte: Machen wir uns jetzt auf den Rückweg? Nun, eigentlich wäre dies sehr sinnvoll. Schon alleine aus dem Grund, dass man uns wohl suchen wird. Aber der Marsch ist lang, meine alten Knochen schmerzen. Ich bin so viel Bewegung wohl nicht mehr gewohnt. Er machte eine kurze Pause. Du kennst dich hier aus, Ziggy. Können wir irgendwo sicher unterkommen? Ich meine, einen Ort, wo man nicht nach uns suchen würde. Ziggy senkte seinen Kopf und überlegte. Entschuldigt, ich kenne mich nicht besonders gut hier aus. Solange ich denken kann, war ich in der Shadow-Gilde. Ich musste mir nie Gedanken darüber machen, woanders unterzukommen, sagte Ziggy etwas verunsichert. Ich hätte einen Vorschlag anzubringen. Die Bäuerinnenhäuser sind am Stadtrand und einige, an denen wir vorbeikamen, sahen verlassen aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dort nicht nach uns suchen wird, warf Lombus ein. Das scheint mir sehr logisch. Dann werden wir dort nächtigen. Ziggy, du führst uns, ja? Ziggy nickte und führte so die beiden Illusionisten durch die immer noch sehr geschäftigte Straße zurück zu den Randgebieten, wo sie auch schon bald einen verlassenen Bauernhof fanden und sich in diesen einquartierten, um die Nacht zu verbringen. Die Sonne erwachte am Horizont des Brachlandes und versuchte sich mühsam durch die dicke, graue Wolkendecke zu kämpfen, welche über die Nacht im Himmel aufgezogen war. Der Regen prasselte unbarmherzig auf das Land nieder und ließ lauter kleine Pfützen in der kargen Einöde zurück, in denen die Regentropfen mit einem Klucksen plumpsten, um sie noch größer werden zu lassen. Die Regentropfen trafen wie kleine Geschosse auf die Eisschicht von Erastu und führten dazu, dass das Eis sich schnell zurückbildete.
Der Mann in der Kutte hatte Rock zu sich gerufen, um seinen Körper als Regenschutz zu benutzen. Er saß im Schneidersitz zwischen den mächtigen Beinen der Kreatur, seine Ellenbogen auf die Knie gestützt und sein Kopf stützte sich auf die vor der Brust zusammengefalteten Hände. Sein Blick war Richtung Erastu gerichtet und erschien die Szenerie, wie das Eis schnell unter den Regenmassen schmolz, mit einer interessierten Faszination zu genießen. Gleich ist es soweit, sprach er mit seiner üblichen, ruhigen und fast schon mystischen Stimme. Nur einen kurzen Moment später war ein lautes Knirschen zu hören und quer über der Eisschicht zeichnete sich ein großer, zackiger Riss ab. Es dauerte nur einige Sekunden, ehe die Eisschicht an den Riss platzte und die eine vereiste Lawine mit einem bedrohlichen Krollen und Rauschen nach unten rutschte und so die Universität wieder freilegte. Beeindruckend, sprach der Mann und erhob sich gemächlich. Wir sollten den Sensei nicht warten lassen. Er ist immer so nachtragend. Naja, lass ihn uns grüßen. Er holte das Amulett aus seiner Tasche hervor und streichelte sanft mit seinem Finger darüber. Rock senkte langsam eine seiner riesigen Pranken auf den Boden und der Mann stellte sich auf diese. Ein weiteres Streichen folgte und Rock hob den Mann auf seine Schulter, wo dieser Platz nahm und Rock mit bebenden Schritten zu der Universität laufen ließ. Als er die Universität erreichte, erwartete ihn bereits der Sensei mit einigen Shadows. Er ließ die Kreatur kurz vor dem Tor anhalten und sprach zum Sensei, der seine Arme hinter den Rücken verschränkt hatte und den Mann mit einem strengen Blick betrachtete. Was macht er für ein verdrießliches Gesicht? War es nicht der Hosa? Er tappte mit seinem rechten Fuß auf den Boden. Eure Ironie könnt ihr euch sparen. Immerhin wart ihr hier nicht eingesperrt und konntet die Freiheit genießen. Freiheit? Ein interessanter Begriff für einen Zustand, in dem man fast ein Sklave ist. Immerhin musste ich die ganze Zeit auf euch warten. Es ist nicht besonders amüsant, dem Gras beim Wachsen bzw. dem Eis beim Schmelzen zuzusehen. Mindestens so interessant, wie in einer Universitätsfest zu sitzen, in der man nichts tun kann. Ihr hättet etwas lesen sollen, antwortete der Mann schnippisch. Oh, sicher. Ihr könnt mir dieses Wunder ja gerne mal vorführen. Die wirklich interessanten Bücher da drin sind gefährlich. Eines hat einen von meinen Leuten ausgesaugt. Eigentlich schade. Ich hätte gern gesehen, wie ihr dieses Problem gelöst habt. Apropos Problem, wie gehen wir jetzt vor? Die Illusionisten haben einen weiten Vorsprung. Ja, ich weiß. Das gefällt mir auch nicht. Lässt sich aber nicht ändern. Sie werden schon über alle Berge sein. Oh, das bezweifle ich stark. Aus welchem Grund? Der Mann in der Kutte wirkte überrascht. Die Leiche des Erzkanzlers. Als ich gestern Abend zu Bett ging, war sie verschwunden. Sie war nur eine Illusion. Ihr wisst, was das heißt. Aber sicher, noch mehr Blut und mehr Tod. Er wird wiederkehren, nicht wahr? Ja, ihr habt es erfasst. Bravo. Er drehte sich um. Seid ihr euch sicher? Er war weise genug, euch mit einer Illusion zu täuschen und seine Leute zu retten. Warum sollte er uns angreifen und so seine so mühsam geretteten Leute opfern? Er hat keine Chance. Und wenn ich ihn richtig einschätze, weiß er das auch. Warum also? Der Sensei drehte sich wieder um. Ihr wisst alles, aber auch gar nichts. Der alte Trottel hat mit seinen mickrigen Leuten keine Chance. Daran gibt es nichts zu rütteln. Doch sie werden nicht alleine kommen. Die Feen werden ihnen helfen. Ich kenne sie, auch wenn es seit meinem letzten Besuch bei ihnen eine Weile her ist. Sie werden ihnen helfen, denn sie wissen, dass wir eine Bedrohung darstellen. Ich habe schon viel von den Feen gehört. Beeindruckende Taktiker und vor allem sehr listig. Aber diese Listigkeit und Taktik dürfen jenseits ihrer Wälder nützlich sein. Sie sind den Kampf auf offenem Feld nicht gewohnt. Solange wir die Wälder meiden, werden sie uns nichts anhaben können. Schön, dass ihr so unbesorgt seid. Ein Untoter muss den Tod ja auch nicht fürchten, oder? Es bringt einige Vorteile mit sich, nicht zu leben. Den Tod an sich fürchte ich nicht, aber auch ich bin unschädlich zu machen, nicht wahr? Neuer Untoters Leben liegt in meiner Hand, da habt ihr wohl recht. Wie dem auch sei, was werden wir nun tun? Wir verschanzen uns in der Universität und bereiten uns vor. Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Vergesst bitte nicht Rock, er wird die Feen zermalmen, so wie ihr es wollt. Ich verlasse mich nie auf pure Kraft. Jede Kraft wird nur dann effektiv, wenn ein großer Geist hinter ihr steht. Nehmt die kommende Schlacht nicht zu leicht hin. Sonst seid ihr vielleicht leicht hin. Der Sensei drehte sich leicht verärgert um und lief zurück in die Universität. Der Mann in der Kutte blieb draußen zurück und sprach den Sensei leise hinterher, damit dieser es nicht hören konnte. Dieses Schicksal wird auch euch zuteil.